Moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64 Part 5 und wir machen heute sicher weiter mit der Welt der Buhus, Big Boos Burg. Allerdings habe ich mir überlegt, ganz schnell, müssen wir noch eine Kleinigkeit vorher machen, denn dann können wir auch diese Welt komplett abschließen dann. Deswegen einmal hier runter in den Keller, hier lang. Also sprich, wir holen uns jetzt die nächste Kappe, zweite. Ah, und den Hasen fangen wir uns auch eben. Ja. Ola, ey, du scheiß Hase, komm her. Das Mistvieh. Ja, toll. Jetzt so blöd, den Hasen zu fangen. Ja, toll, Mario. Verarsch mich, der Hase. Hab ihn, sauber. Blind, quasi blind gefangen. Hey, du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste, aber ich bin in Eile. Also nimm ihn und lass mich runter. Der Hase heißt, glaube ich, Mips. Mips? Pips? Mips? Pips bestimmt nicht. Mips, wenn dann. Oder Nips oder so. Ich meine, so wie der auch guckt. Ja, mal gucken eben hier. Gucken wir mal eben an. Ich nehme an, der ist ein bisschen. Also entweder hat er zu viel gesoffen. Ja, oder der hat. Ah, ich sag's lieber nicht. Ich werde nicht mal falsche Gedanken bringen. So, wir müssen hier abtauchen einmal. Denn wir müssen hier, wir hatten ja schon die Tipp, die zwei Säulen in den Boden stampfen. Da wurden wir schon ein bisschen gespoilert. Und die zwei Säulen, die gemeint waren, sind hier. Diese hier. Und ja, was passiert, sehen wir gleich. Na, raus. Mario, raus. Kann er mal da rausspringen? Geht doch. So, hier muss man Stampfattacken machen. Man muss sie halt eben reinstampfen, wie gesagt. Bam. Und dann fliegt das Wasser ab. Jetzt kann man auch hier raus und ist im Schlossgraben. Wo jetzt auch das Wasser abgelassen wurde. Was es uns ermöglicht, nicht mehr in die Mitte zu kommen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn nicht sogar unmöglich. Weil hier in der Oberwelt gibt es sowieso keine 100 Münzen zu sammeln. Die sind eigentlich eh total unnötig. Hier verteilt. Man kriegt nicht mal dadurch ein extra Leben. Naja, so, jetzt auf jeden Fall haben wir hier die zweite Kappe. Die Tarnkappe. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände und gehen und Gegnern ungesehen ausweichen. Ja, ist jetzt nicht so die geile Fähigkeit, aber hier ist noch gar keine Münze oben. Da ist eine Münze, ich glaube, das ist auch die erste. Natürlich nehmen wir Schaden. Da ist die zweite. Ich daneben springen. Na komm, wir nehmen jede Platte mit. Wir sehen. Mir ist auch gerade eigen aufgefallen, ich habe nochmal das Spiel neu gestartet. Und diesmal kam es mir zugute, weil ich ja nur zwei Leben hatte letztes Mal. Dass ich halt mal das Spiel. Ja. Wieder. Ja, ich bin echt tot. Wenn ich so weitermache. Bring doch die extra. War da gerade eine unsichtbare Wand? Kommt da so hoch? Glaub nicht, oder? Nein. Ja, wisst ihr, was ich da mache? Na komm, da nehmen wir uns ein Leben. Ach, wir nehmen uns gar kein Leben. Okay, ich komme einfach nur wieder hier raus. Dann laufen wir neu rein. Ja, bin ich halt falsch gesprungen. Dann kann man halt nicht wieder hoch. Gut zu wissen. Erst und zwei hier, ne? Muss ich mich halt ein bisschen besser umgucken. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit auch so machen. Einfach nur so einen Sprungtritt. Anstatt, wie heißt es? Mal so ein Hechtsprung. Also hier am Anfang ist auf jeden Fall das Ding noch völlig unnütz. Die Münze war hier unter mir direkt, ne? Ja, hier ist sie. Dann hier. Ich glaube, vier Münzen sind hier auf den Rampen. Nicht sich runterfallen. So, die Gegner sehen uns jetzt natürlich. Da wir keine Tarnkappe mehr haben. Sobald wir sie gleich freigestellt haben, können wir aber. So, sehr schön. Sauber Mario. Sehr schöner Dreisprung. Die Münzen brauchen wir eigentlich nicht, wir brauchen die roten nur noch. Und dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Denn hier oben, da kippen die mal so komisch, die Dinge. So, zack, nur noch 5. So, am oberen Ende kippen die immer so komisch. Na toll. Das hat ja gut geklappt, also nochmal von vorne. Ich glaube, das wird hier nichts mehr heute.
Aber wir kriegen, glaube ich, extra Leben. Ist ja immerhin etwas. So, Klappe hier. Hier war eine Münze. Genau, hier wollte ich hin. Ich könnte eigentlich eine Etage tiefer, aber schon auf in die Richtung, so. Boah, nee, nicht den Arsch verbrennen, Mario. Über den Dingern. Was sind das eigentlich für Dinger? Okay, geht auch ohne Dreisprung zum Glück. Da kommt man aber nicht mit. Mario, jetzt mach ich auch keine Faxen hier. Wir haben 4 Münzen, ne? Ja, okay, passt. Ich hab gerade zu viel Zeit genommen, kann das sein? Jetzt nehm ich hier schon drauf. Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Spiel ich da zu weit? Nochmal. Da müsst jetzt ja durch. Möchte ich jetzt nicht schneiden oder so. Das geht ja an sich recht schnell. Ich krieg doch direkt hier runter. Eine Münze mitnehmen, Mario, danke. Glaube, wie schnell das gehen kann. Lass mich noch. Ja, jetzt bin ich froh. Ich bin noch unsichtbar, aber nicht mehr lange. Schon sehen die Gegner mich wieder. Da ist der Dreisprung wieder. Der schöne Mario. Geht die Stelle da eigentlich? Die ist nicht normalerweise gedacht. Schon so, dass man jetzt hier rausspringt, oder? Ach, man kann auch die andere Plattform mitnehmen. Die schon unten ist wieder. Da. Nummer 7, Nummer 8 ist, glaube ich, hier oben. Irgendwo. Ey, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht verkacken hier. So, hier ist der blaue Schalter. Den haben wir auch noch nicht aktiviert gehabt, genau. Den haben wir jetzt erst freigeschaltet. Ab jetzt kannst du die Tankkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Wirkpin hat eine dieser Mützen. Da speichern wir. Und die Klappkappe brauchen wir halt in Dickbußburg gleich. Und um an den Stern zu kommen. Und da nicht in das Loch springen, Leute, das ist eine Falle. Dann seid ihr nämlich wieder unten, wir können doch mal alles machen. Also schön hier lang gehen. Nicht in das Loch stürzen. Ich glaube, ich bin da echt mal reingesprungen, weil ich dachte, da ist noch eine rote Münze. Weil ich irgendwo eine verpasst habe. Ja. Arschkarte gezogen. Und damit haben wir auch den Geheimstern des Schlosses. Kommt jetzt nicht irgendwo ich schneller hier hoch? Nee, leider nicht. Ach, das war schon geil, ey. Der Dreisprung, ich hab's glaube ich letztes Mal erwähnen wollen im Bilberberg Bob, als wir die Hinweistafeln gelesen haben. Aber Dreisprung, Wandsprung und Weitsprung, ich glaube auch den Hechtsprung logischerweise, gab's ja in Mario 64 zum ersten Mal, meine ich. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Müsste aber so sein eigentlich. So, und jetzt geht's ab in Big Boostburg. Schneller, erster, haha. Oh, die Geister haben hier alle nichts außer der eine hier. Mann, komm her, du Sack. Gib mir das Ding, hier ist der Kurs drin. Big Boostburg. Schön versteckt. Nummer 5, wie gesagt. Geh auf Geisterjagd. Let's go. Komm nur näher. Hier will es natürlich vergeistern, das ist auch hier schon so ein Vorläufer für Luigi's Mansion gewesen, scheinbar. Wahrscheinlich nicht und... Ah ja, hier. Das war auch damals richtiger Schrecken, ey. Das Klavier. Da. Ist einfach zum Leben erwacht. Wenn man sowas als Kind sieht, ne? Dann möchte man mit Klavieren auch nichts mehr zu tun haben. So, hier. Okay. Aua, ey! Oh, ich habe ja jetzt schon die Tankkappe, bestimmt, ich könnte einfach da durchspringen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Mir doch egal. Noch her, du Memme. Zack, der nächste ist auch weg. Sie sagen jetzt alle das gleiche, glaube ich. Und eigentlich kann man auch hier durch mit der Tankkappe halt. Hier ist ein versteckter Weg. Da kann man auch gucken, auch zu denen. Oder halt von außen. Kann man auch einfach rumlaufen einmal. Die Ruckmünzen brauche ich ja noch nicht. Die muss ich mir später holen. Erstmal nur die Buhus töten, damit dann hier der große Bruder tatsächlich auftaucht. Zack. Oh, der nächste. 3 sind weg. Das Auge kann man auch besiegen.
Einfach, dass es einmal einen erfasst und dann einmal im Kreis rum und dann zack. Gibt auch eine blaue Münze. Sollte man nicht unterschätzen, so blaue Münzen, die können sich schon läppern. Vor allem hier, da wird man auch, glaube ich, sehr viele brauchen davon. Da nicht runterspringen. Danke. Der ist auch K.O. Aber tschüss. Blaue Münze ist zwar weg, aber ist egal. Haben wir noch einen Kollegen und nicht runterfallen hier, dann ist man zwar nicht tot. Wo ist er denn? Komm her, mein Freund. Mal kommt der jetzt einmal? Warum kommt der hier nicht hierher? Der ist da auch festgepackt. Was ist passiert? Jetzt muss ich wieder hoch. Hier ist Big Boost Karussell. Warum ist denn der so festgebackt, der blöde Geist? Kann mich eigentlich alle verarschen? Kann mich eigentlich auf den Wecker gehen, bitte, die Geister hier gerade. Ja, ich hätte jetzt auch hier noch einen Powerstern holen können, ich weiß, aber... ich schon mal hier unten bin, aber ist mir jetzt auch egal. Plattform ist hier, hier geht's wieder hoch. Eigentlich geht's hier runter normalerweise, aber... Au, ey! Wie soll ich dem denn ausweichen? Hallo? Der spinnt ja wohl. Jetzt haben wir richtig Auge gemacht. Gut, der war schlecht, der Spruch. Warte, kann ich doch hier lang gehen, oder? Ist doch eh der letzte Buhu. Komm jetzt mal her. Komm hierher, der kleine Sack. Komm ich zu dir. Tschüss. Ha, Buhu, du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du mir und meinen Geschwistern angetan hast. Man hört wieder, ich habe irgendwas richtig gemacht. Auf einmal ist hier ein fetter Buhu. Bam. Einfach gnadenlos, zack, dreimal drauf. Das ist der Powerstern. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie man da hochkommen soll, keine Sorge, hier geht eine Treppe hoch. Dafür ist auch eigentlich der Stern nur gedacht, dass die Treppe hier aktiviert wird. Für die kommenden Sterne. So, zack. Geh auf Geisterjagd, Kurs 5. Speichern weiter und los geht's. Bam, so. So. Big Boost Burg, besuche Big Boost Karussell. Ich hab ja gerade schon gesagt, wo es ist. Da hinten in der Hütte drin. Weg dahin. Aber lass mal in Ruhe. Hat er doch auf mich geschossen, habt ihr gehört? Bestimmt habt ihr das gehört. Mein Gott, ey. Die Musik ist auch lustig irgendwie. Kann ich nicht hier schon rein? Natürlich kann ich hier schon rein. Hey, ihr allen Geister. Da sind direkt zwei gewesen, geil. Ist hier nicht noch ein dritter irgendwo? Hä? Ach, da. Müssen wir da rauskommen? Die kommen denn doch alle aus dem gleichen Loch, oder was? Da ist der Große wieder. Wieder also genauso gnadenlos wie eben besiegen. Ich glaube, es gibt hier 3 Sterne von 6, die mit Big Boot zu tun haben. Zack, haben wir's. Leistung, nee. Aber gerade mehr Münzen gehabt. Ach klar, allein schon wegen den blauen Münzen, die wir alle gesammelt haben. Von den kleinen Buhus. Mann, gib mir her die. Den Käfig hier. Badababadaba. Das ist das Büchereirätsel. Dann müssen wir wieder hier in die große Burg. Und nach oben diesmal. Ich nur kurz überlegen, wo war die Burg nochmal? Yeah. War die hier? Die Bücherei, die Burg, sag ich schon. Ja, hier ist die Bücherei. Schwupp, schwupp, schwupp. Ich hab mich verarscht, die kleinen Drecksgeister. Und hier muss man die richtige Reihenfolge kennen. Auch wieder so ein bisschen Twilight Error, aber wenn man sie kennt. Zack. Das ist der eigentlich gedachte Weg. Man kann auch abkürzen, oder das ist abkürzen. Man kann das auch auslassen, da man einfach von dem Balkon da drüben, theoretisch, einfach hier rüberspringen kann. Oder mit einem Wandsprung, glaube ich, eventuell auch. Aber ist egal, wir haben es geschafft auf dem gedachten Weg.
Weiter geht's. In Big Boos Burg, nachdem wir hier wieder raus im Eimer. Das nervt ein bisschen bei dem Kurs, muss ich sagen. Aber immer wieder diesen Buhu da hinten besiegen muss. Was ja auch nicht schwer ist, aber trotzdem. Ich meine, so weiß man zumindest, wie man die besiegen kann. Hat ja auch sein Gutes, ne, wenn man so sieht. So, 8 rote Münzen, wir werden auf Münzenjagd gehen. Ich glaube, ich fange direkt. Ne, ich fange hier oben erstmal an draußen. Mit dem Spinnchen hier. Der ist ja gar keine Spinne. Hier ein Käfer ist er schon, aber. Hat ja keine 8 Beine. Wo sind denn hier noch Münzen? Die müssen auch noch mehr sein. Da drin? Ey. Achso, hier. Sag mal. Ja, den mit den Münzen, danke. Da sind viele Münzen drin, okay. Wahrscheinlich auch, wenn ich die ganzen Buhus hier besiege. Nehmen wir erstmal die 2 hier vor, uns vor, die wir schon gesehen haben. Zack, 10 Münzen. Blau. Ist hier eigentlich auch ein Block? Ne, der ist dahinter nur. Da kann man so hier durch. Ne, auch nicht. Man braucht die Tarnkappe. Sind die Blöcken drin? Die 8 roten Münzen sind alle oben drin, oder? Deswegen gehe ich jetzt erstmal runter. Ach, den Block habe ich gesucht. Boing. Ja, der will mit einem wegspringen. Und aufpassen, der ist nicht umsonst so mit so einem komischen Gesicht dann drauf. So. Hier die Blöcke habe ich gerade kaputt gemacht, ne? Ich bin ein bisschen vergesslich. Hier ist noch ein Auge drin. Gibt auch wieder 5 Münzen. Komm her, zeig dich, dreh dich um. So. Schwupp. Sind hier eigentlich noch mehr Münzen? Ich guck mal. Die Buhus müssen ja zumindest welche haben, oder? Da sind wir schon fast unten gewesen. Ist ja gar nicht mehr gelohnt, runter zu springen. So. Big Boo machen wir diesmal nicht platt. Das steht schon mal fest. Wir wollen nur die kleinen Geschwister haben. Ey, aua. Ja, die anderen Münzen sehr gut. Blöd sind hier eigentlich die Geister. Da kommt der Große, den will ich aber nicht. Tschüss. Mein Freund. Der kommt sich auch durch die Wand. Noch irgendwo Münzen? Ich guck mich mal eben um. Raus da, Mario, danke. Ne, hier sind keine Münzen mehr, da können wir hochgehen. In die Burg. Na. Haben wir schon so ein paar rote Münzen gesehen. Müssen wir nur noch mitnehmen. Wieder. Eine ist auch viel hinter dem lebenden Klavier. Und ich sehe gerade, oh, die Zeit wird ein bisschen knapp. Ich glaube, wir werden diesen Kurs nicht mehr ganz abschießen können. Ist aber wohl dem Umstand geschuldet, dass ich am Anfang so mit der Tarnkappe gefailt habe. Ja, ist halt so. Kann man nichts dran machen. Aber gehen wir hier rein. Aber zumindest jetzt noch den Stern machen wir auf jeden Fall jetzt noch. So, die erste rote Münze ist hier hinter. Da, bis das Ding mal aufwacht, ey, bin ich schon dreimal wieder weg. Bin nicht so hoch. Die haben ja auch noch Münzen hier. Stimmt ja, die Bücher. Die bösen Bücher. Ist hier auch noch ein Buch drin? Wie lebendig wird? Nö. Komm doch, du Kackstuhl. Hätte ich eigentlich verarscht, du aller Stuhl, jetzt mal ehrlich. Hier ist noch, was genug drin. Haben wir schon fast die 100. Ja, war doch schon fast. Komm her. Schwupp, und hier ist irgendwo. Hier oben kann man hier durchspringen eigentlich. Ich bin Zaun, aber ich gehe hoch. Ist egal. Jetzt auch ein bisschen zu. Nee, ich gehe andersrum. Er fällt eh wieder runter, die blaue Münze. Da die sich eh hier festbacken, die beiden. Die auch noch eine rote Münze ist, stimmt. Alter!
Mistvieh. Was verarscht hat er mich? Ist ja auch noch eine rote Münze gewesen? Jedenfalls hier noch ein Buhuhn. Das heißt, wir haben die 100 Münzen schon mal. Mann, du. Komm her, du. Danke. Diddly-dip-biddy-dip. Here we go. Hier war schon keine rote Münze mehr. Müssen wir nach oben. Schon. Wir müssen mal hier lang. Ah ja, genau. Da muss man aufpassen, dass da nicht die Falltür. Da komme ich hier hin, okay. Hier wollte ich gar nicht hin. Da muss ich später noch hin. Wenn wir auf die aufs Dach. Oh. Mal so ein Auge hier. Wie heißen die? Wie heißen die nochmal? Pupillenpolka fällt mir gerade an als Minispiel, aus Super Mario, aus Mario Party irgendwo. Ich glaube Mario Party 3 war es. Letzte auch noch hier? Aua. Ah ne, die letzte ist bei den Gittern. Stimmt ja, ich weiß auch, wo die ist. Die hab ich auch noch nicht geholt. Hier oben ist sie. Da ist sie. Und der Stern taucht in der im Foyer auf. Im Hauptraum. Auch hier oben direkt, ne? Jawohl, da haben wir noch schon. Sammeln wir ihn. Ich glaube, es wäre noch ein paar Münzen gegangen, wenn ich jetzt das Maximum rausholen wollen. Aber es soll damit gut sein. 116 Münzen waren auch in Ordnung, würde ich sagen. 2 Leben dazu bekommen. Und ja, wie gesagt, es sind hier noch 2 Sterne offen. Die holen wir uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich damit an der Stelle. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Zeigt es mir mit einem Like. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö, euer Basukasu.